Wie schlimm wäre es, wenn deine Berufung nur durch Leistung funktionieren würde? Oder? Wie schlimm wäre es, wenn du deine Berufung im Gefängnis nicht mehr leben könntest? Weil die Mehrheit der Christen weltweit, vielleicht ist dir nicht bewusst, werden jetzt gerade verfolgt. Dann müsst du denen sagen, Jungs, Mädels, schade, ihr wohnt halt nicht in Deutschland. Vergiss your calling, ja? Ich schicke euch noch ein paar Bücher von westlichen Christen, was wir unter Berufung verstehen, aber you are losers, oder was? Wie schlimm wäre es, wenn das nicht ginge? Und deswegen merken wir schon, dass wir in unserer Gesellschaft sehr krasse Vorstellungen haben. Was ist Verwirklichung, Selbstverwirklichung? Was ist Berufung? Und je mehr sich die Gesellschaft einig ist in was, desto mehr solltest du die Bibel lesen, ob Gott auch der Meinung ist. Weil die Bibel sagt, im Reich Gottes müssen wir komplett anders denken.